Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Newster Manager hier bei Heisenberg zockt. So, wir stehen ja vor dem Tagesgeschäft, nachdem wir in der Champions League doch leicht brilliert haben. 3 Spiele, 9 Punkte, sogar Tottenham Hotspurs mit Goldjungs abgefertigt, 5-3. Boah, so kann es gerne weitergehen. Geld haben wir ein bisschen, wir mussten Verträge verlängern. Das hat sich hier ein bisschen niedergeschlagen, aber okay. Also dann gucken wir doch mal, was haben wir denn als nächstes Spiel? Wir haben, oh, die Schalker, die Gelsenkirchner. Und die sind hier auf Rang 7. Okay. Ja, was machen wir da? Ich muss mal ganz kurz gucken. Liga. Der Spielplan von uns. Real Heisi. Da haben wir schon Dynamo Kiew wieder als nächstes. Die haben wir, glaube ich, 4-0 geschlagen. Ne, 3-0. Nur nicht übertreiben. Das wäre dann hier wahrscheinlich auswärts. Genau. Da könnte man die Vorentscheidung schaffen. Aber wir können natürlich jetzt gegen Schalke nicht irgendwie Kräfte sparen. Das geht nicht. Wir müssen aber gucken, wen wir überhaupt hier nehmen können. Gehört Knopf zum Stamm? Eigentlich nicht. Haben wir überhaupt noch irgendwie eine Karte, dass wir den heilen könnten? Nö. Okay, dann muss ich ja nicht, auch gar nicht gucken. Gut, aber wir haben hier tatsächlich lauter Leute, die keine Kraft mehr haben. Das heißt, wir müssen trotzdem ein bisschen gucken. Ja, das war irgendwie schon, weil die Dinger hier, die brauchen wir primär für die Champions League, haben wir gesagt. Haben wir hier nicht irgendwelche Möglichkeiten? Schirmer würde spielen, wenn wir hier gucken. Wir hätten ja noch Breuer, den werden wir dann verkaufen, sobald wir das können, haben wir gesagt. Habermann war eigentlich relativ stark. Bist du der spielen will? Dann war Rohrmann nämlich relativ stark, weil er war der Junior, den wir da so gestellt hatten im Cup mit 17 und hat eigentlich relativ gut gehalten. Sollen wir den für Schalke vielleicht auch mal noch nehmen, damit der hier Pause hat? Ich würde sagen, nee, wir lassen das, weil die sind eigentlich fit. Lassen wir das. Aber hier, Hulbert, den würde ich tatsächlich ersetzen, wenn das irgendwie geht. Mit Edinger zum Beispiel. Klar, massive Verschwächung, aber trotzdem. Nein, ihn möchte ich für die Champions League haben. Hier im Sturm nochmal schnell gucken. Das können wir alles so lassen. Das ist halt generell alles eher Panne. Wenn ich jetzt teste, ob er nicht vielleicht sogar... Moment, ihn wechseln wir noch aus. Soll noch jemand wirklich fit? Moment, ich werde meinen Satz gleich beenden. Gegi wäre noch fit. Nehmen wir Gegi für Elsener. Dann haben wir hier einen mit 67 drin. Und der Rest, der ist definitiv unfit. Das sind die Torhüter. Das können wir vergessen. Was soll ich jetzt sagen? Genau, mit weniger Power gegen Schalke. Wir werden verlieren. Weil die Mannschaft, die ist sowieso nicht wirklich in Form. Das heißt, ja, das kann gut sein, dass wir jetzt hier verlieren. Und das wäre schade, weil wir sind in der Liga eigentlich auch. Ach, gratuliere ganz herzlich. Der ist 34? Ach, das ist natürlich ärgerlich. Okay, schade eigentlich. Der wird nicht mehr ewig lange spielen. Schade, der ist so stark, aber okay. Ich gratuliere trotzdem. So, kann ich jetzt meinen Satz noch fertig machen? Genau, eben. Ja, schade, weil wir sind Zweiter in der Liga und ich möchte da natürlich nicht unbedingt abrutschen. Aber wir können nur mit dem spielen, was wir haben. Also werden wir das mal angehen. Auswärts in Schalke. Powervolle Pulle, wie gesagt, anders geht's nicht. Und dann wollen wir halt mal gucken, was dabei rauskommt. So, hier rauf. Schöne Trikots. Eigentlich angelehnt zumindest an den Originaltrikots, die die Schalker haben. Wenn du hier hinrennst und ich spiele hier durch, bringt uns das was? Dann müsste der hier hinten da rein ins Loch. Und das, ich kann das ja mal testen. Du machst das. Du rennst nach da. Und der Ball kommt nach hier. Mal gucken. Das hat schon mal geklappt, aber der war zu wenig schnell. Der hätte jetzt auf der Position natürlich sein müssen. Weil der rennt mit. Wenn du eine Drehung machst... 11 Meter. Ich wollte gerade abschließen. Ja, wir nehmen natürlich auch den 11 Meter. So ist es nicht. Ist ja nicht verboten, dass man so in Führung geht. Echt jetzt? Nö. Ist das der erste verschossene 11 Meter? Ich habe es eigentlich so gemacht, wie ich es immer gemacht habe. Ach, wie doof ist das denn? Und das ist ein bisschen weit weg. Selbst wenn wir den Kopfball gehabt hätten. Oh, wie ärgerlich. Wie ärgerlich, einen 11 Meter zu verschießen. Ich habe mal eine Zeit lang, als ich selber Fußball gespielt habe, so eine halbe Saison lang, auch die Elfmeter geschossen in der Mannschaft. Genau bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den ersten verschossen habe. Und danach, ja, man hätte mich hinprügeln müssen. Also dann, das war vorbei. Das schlägt einem dermaßen aufs Gemüt, weil man so sicher ist, dass man ihn reinmacht. Oh, wir haben den Ball noch. Machen wir mal so.
Das schlägt dann wirklich dermaßen aufs Gemüt, das kann man fast nicht glauben. Also ich habe selber gestaunt, wie sehr einem das, ja, eben, ja, aufs Gemüt schlägt. Ich wiederhole mich gerne nochmal. Gut, jetzt sind wir aber nicht bei Heisis alter Fußballkarriere, sondern hier, ja, bei einer der hoffnungsvollsten Mannschaften Europas. Zumindest in diesem Spiel, nämlich Real Heisi. So, machen wir nochmal eine Flanke. Köpfchen. Jawohl, Köpfchen. Das gibt doch aber je nachdem sogar nochmal einen Elfmeter. Ja, nee, da wehrt er doch tatsächlich den Ball ab. Wie unhöflich. Wobei, ja, sie sind eigentlich zu Hause. Haben wir gesagt, dann ist es nicht unhöflich, dann darf er das. Wenn sie jetzt bei uns zu Gast gewesen wären, muss ich sagen, Torwart, halt dich zurück. Du bist hier Gast. Oh, der fällt uns direkt vor die Füße. Wow, was für ein cooler Ball. Mit Rückwärtsdrall. Sehr schön. Und da hängt der Ball da, wo er hängen soll. Getroffen hat Elert. Ach, echt jetzt? Oh ne, den nächste Verletzte. Wieder ein Verteidiger. Haben wir noch einen Verteidiger rechts? Den Kwaschny. Oder den Löw. Wen nehmen wir denn da? Der ist natürlich wesentlich stärker hier, der Kollege. Aber den brauchen wir eben auch für die Champions League. Ich würde den hier reinnehmen. So, ein Lazarett haben wir tatsächlich wieder. So, wir setzen fort. Immerhin steht es 1-0. Oder 0-1. Wellmann ist müde. Wir müssen ihn wieder aufpäppeln. Ich kann nicht mitten im Spiel jemanden aufpäppeln. Ich könnte ihn höchstens auswechseln. Bringt aber nichts. Oh! Ach, noch ein. Ja, jetzt nicht mehr ganz so genau zielen. Sagen wir mal so. Na, geht doch. Der Torwart ist wieder angewurzelt stehen geblieben. Wir erwarten hier der sichere Schütze. Kollege, Distler war's. Sauber gemacht. Oh, Schalke kommt. Aha, sie treffen tatsächlich auch. Das ist natürlich wieder eher schlecht. Aber wir haben Halbzeit. Okay, wir haben hier ein paar Leute, die... Oh, guckt euch das mal an. Die sind alle völlig im Eimer. Ne, die eine Kabinenansprache brauchen wir. Die Dosen bräuchten wir auch. Wir müssen gucken, ob wir nicht irgendjemanden hier noch erlösen können, indem wir auswechseln. Mittelfeld zentral, Klugmann für, ich würde mal sagen, hier für Radke. Das wäre mal schon was. Und in der Verteidigung, da haben wir nur noch einen. Verteidigung rechts. Wir könnten ihn aber natürlich hier in die Mitte ziehen. Beziehungsweise, ah, blöd, Verteidigung rechts. Ist eigentlich okay. Verteidigung, Moment, ich gehe nochmal zurück. Das bringt so nichts. Soll ich hier Karten investieren? Wir brauchen die Karten, sonst verletzen sich die Leute. Das kann es ja auch nicht sein. Hier haben wir kleine Karten. So, und das hier im Zentrum müssen wir lassen. Vielleicht auf dem linken Flügel, da haben wir halt auch wieder keinen dabei. Mittelfeld links oder zentral. Aber wir haben doch hier den Radke noch zentral, aber der ist auch im Eimer. Ne, wir müssen so weiterspielen. Und ich kann jetzt, weil wir nur 2-1 führen, hier auch mit der Spieleleistung nicht runter. Vielleicht machen wir noch ein Tor. Dann würde ich da tatsächlich relativ schnell runtergehen. Na, wie der Ball hier hingehoppelt ist. Ah, schade. Neuversuch haben wir aber noch. Ich wollte eigentlich flach schießen. Aber das hat, ja, wie jeder gesehen hat, nicht ganz geklappt. Hier runter mit einem satten Schuss. Aber dann kommen hier die Füße. Nee, das können wir vergessen. Weil die grätschen rein. Und dann ist der Ball weg. Und das ist eigentlich nicht zielführend. So, einmal im Kreis tanzen. Okay, und das Ganze wäre so präpariert, wie ich es brauche. Und auch das scheint zu funktionieren. Jawohl, und schon haben wir ihn drin. 3-1. Und jetzt würde ich tatsächlich nicht versuchen, hier noch ein 4-1 zu erzielen. Sondern wir gehen hier runter, gehen hier ein bisschen zurück. Efforts ist völlig kaputt. Ja, ich kann... Habe ich denn doch vielleicht noch irgendwie einen? Ja, Vrai. Der ist aber zu stark. Ich möchte den nicht verheizen. Der braucht auch seine Luft. Nee, du musst tatsächlich fertig spielen. Tut mir leid. Ich hoffe, der verletzt sich nicht. Ja, jetzt kommen sie, weil hier die Spielleistung runtergegangen ist. Okay, über die Latte geschossen. Das ist schon mal gut. Und wenn wir jetzt hier nochmal ein Tor schießen, das wäre schön. Dann könnte ich nämlich beruhigt runtergehen mit der Energieleistung. Dann brauchen wir die sozusagen nicht. Oh, der war zu risky. Aber wir haben ihn wieder. Okay, mal den.
Du kreuzt hier, beziehungsweise deutest eine Kreuzung an und du läufst so, sonst läufst du ins Abseits rein. Du läufst da runter. Okay, das Ganze nochmal sortieren. Jawohl. Du läufst nach da. Ja, ah, schade. Wenn das geklappt hätte, das wäre schön gewesen. Also, aber eben hat das nicht geklappt. Was soll's. So, 75 Minuten haben wir rum. Jetzt sollte eigentlich hoffentlich nichts mehr passieren. Gleich nochmal ein bisschen runter. Sauber, gewonnen. Aber jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Wir haben ein Lazarett und wir haben sehr viele... Bleibe 40 Spiele umgeschlagen. Gerade noch eine Errungenschaft. Hier, geschafft. Sehr gut. Die Jungs haben alles gegeben. Ja, und sind jetzt erschöpft. Die waren halt vorher schon erschöpft. Das war das Problem. Wie sieht's hier aus? Oh lala. Da haben wir doch tatsächlich wieder die Führung übernommen. Meine Güte, Platz 1 wieder in der Bundesliga, Platz 1 in der Champions League, also natürlich in der Gruppenphase noch, da sind wir noch nicht allzu weit, aber immerhin dort Platz 1. Ja, Sieg, Sieg, Sieg. Es würde gut aussehen, wenn jetzt nicht alle Spieler im Eimer wären. Ja, okay, und die Transferliste ist natürlich zu. Ja, wir brauchen, da muss ich gar nicht lange überlegen, wir brauchen dringendst solche Karten. Oh, okay, das Stadion ist fertig. Klingeling. Sauber. Ja, das sieht doch schon mal eher nach einem Fußballstadion aus. Gefällt mir mit den Tribünen hier. Da machen wir jetzt aber nichts mehr. Wir haben einen Tipp. Vertragslose Spieler zu verpflichten ist günstiger, als sie von einem anderen Verein zu verpflichten. Das ist mir klar. Die Frage ist, wie kommt man an die? Also wo sehe ich das? Nein. Hier. Kann man hier irgendwie einstellen von wegen... Nö. Vertragslos. Fertigkeiten. Blickfeld beobachtet. Da steht halt nichts. Wie kriege ich denn hier vertragslose Spieler? Wenn ich auf Team klicke und dann mal runtergehe. Die haben alle einen Vertrag. Sieht man? Da müsste hier ja stehen, keine Ahnung, leer. Sag mal, wie weit runter geht das hier noch? Das geht noch massiv weit runter. Die haben aber alle noch einen Verein. Das sind natürlich auch ein paar Spieler, die hier in der Datenbank sind. Moment, ich muss es anders machen. Gehen wir mal ganz rauf, das ist viel einfacher. Und mach den. Ach, dann sind wir auch bei Zwickau. Haben wir irgendwo beim V vereinslos? Wormat. Was ist ein Wormat? Kenne ich gar nicht. Wolfsburg, ganz klar, kennt man. Nee, das ist zu mühsam zum Gucken. Aber danke für den Hinweis. Ist natürlich nur blöd, wenn man das nicht irgendwie vernünftig gucken kann, ob da irgendwelche vertragslosen Spieler unterwegs sind. Jetzt haben wir als nächstes allen Ernstes schon wieder ein Spiel. Und zwar, halt, hier oben haben wir auch noch was. Sammeln wir. Schade, dass wir nicht geskillt haben, dann hätte es nochmal Karten gegeben. Ja, das nächste Spiel ist gegen Dynamo Kiew, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und jetzt haben wir hier natürlich tatsächlich ein Problemchen. Haben wir noch ein paar fitte Leute? Ja, mäßig. Habermann im Tor. Ja. Raimold. Der Goldjunge, du gehst mal hier rein. Dann lassen wir den da außen. Der ist jetzt wenigstens wieder halbwegs fit. Ich glaube, das müssen wir so machen. So spielen und dann mit Karten. Beziehungsweise, nee, wenn ich natürlich Karten verteile, dann verteile ich die aber schon an unsere starken Leute. Also müssen wir das anders machen. Du kommst mal hier rauf. Amorin. Im linken Mittelfeld. Da könnte man Frisius mal nehmen. Dann haben wir hier Effort, Mittelfeld links zentral, den bräuchten wir eigentlich. Dem würde ich eine Karte gönnen. Eine Karte. Ja, ein Döschen. So, Effort kommt hier für ihn. Aber ihn nehmen wir natürlich trotzdem mit für ihn hier. Dann haben wir hier Radke, der gehört eigentlich auch ins Mittelfeld. Auch dem gönnen wir eine Karte. Auch so eine kleine. Also eine kleine Dose, ich mit meinen Karten. Ja, im Endeffekt sind es natürlich Karten. Okay, dann hätten wir das hier schon ein bisschen stärker. Vorne haben wir Elsner Seckbach, das ist in Ordnung. Und er müsste halt auch noch so ein Dingens bekommen. So, und dann sieht das nämlich schon wesentlich besser aus wie vorher. Dann würde ich sagen, wir gehen ins Spiel und gucken mal, was wir da in Kiew rausholen in der Ukraine. Wir bestätigen. So, mal gucken, was wir für ein Wetterchen haben. Werden wir gleich wissen. Ausgeglichen bis jetzt, aber jetzt kommen wir. Haben wir Regen? Nee, ist sogar vernünftiges Wetter. Das ist natürlich relativ angenehm. Geh du mal ein bisschen weiter nach außen. Hier zur Linie runter. So, die Flanke rein. Ja,
Auch die Leute aus der Ukraine haben Köpfe. Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen. Irgendwie müsste es halt noch ein Skill geben, dass man besser dribbeln kann. Weil das geht tatsächlich nicht wirklich gut. So, in der Mitte wären wir. Ah, dem ans Knie. Das war eigentlich genau, was ich nicht wollte. Okay, aber Neuversuch hätten wir noch. Das müssen wir irgendwie anders machen, was wir hier angegangen sind. Okay, mal hier lang. Und jetzt grätsch mich doch um. Mach doch hier die Grätsche. Jawohl. Ah, das war doch ein Foul. Das war doch 11 Meter. Ach, come on. jetzt laufen alle raus. Okay, dem in die Füße. Das war natürlich relativ stark. Dass er eben den Ball nicht da einfach durchgelassen hat. Er geht keinen Meter entgegen. Mein Gott, Fußballprofi. Guten Morgen. Muss doch dem Ball entgegengehen. Das kennt man doch. Das kennt man doch aus Juniorenzeiten eigentlich schon. So, ich mühe mich jetzt hier halt auf dem Flügel ab. Flügelzange! So, bis wir wenigstens mal eine reinkriegen hier. Ja, das war klar, dass da wieder der fremde Kopf im Weg war. Ne, da kann ich nur schießen. Das bringt so aber nichts. Wow, mit Fallrückzieher hat er den geklärt. Wow, die sind aber schon gehörig unter Druck. Da kann ich wieder nur schießen. Oder einen schönen Fallrückzieher machen. Lauf mal nach da hinten. Spiel mal zurück. Lauf ein bisschen nach vorne. Und eine Flanke mit Effet, bitteschön. Ja, nützt auch nichts. Okay, über den Flügel funktioniert hier nicht. Müssen wir anders machen. Ich hoffe einfach, die Kiewer kommen nicht gleich. Ein fieses Tackling. Gelbe Karte. Für Radke. Ja, der wehrt sich wenigstens. Das ist schon okay. Das ist mehr als okay. Okay. Das ist Käse. Weil das ist viel zu weit weg. So einen scharfen Schuss hat, glaube ich, von unseren Jungs keiner. Ja, das wird auch nicht funktionieren. Aber so vielleicht. Nee, wird auch nicht klappen. Ich muss tatsächlich nochmal zurück. Hier haben wir ein bisschen Platz. Dann kann ich nochmal gucken. So, jetzt behalten sie da drin um ihre Plätze. Wir machen eine weite Flanke über alle hinaus. Und hinten soll einer einnicken. Ja, da nickt wieder keiner. Foul! Schon wieder ein Foul. Mann! So, schwierig. Aber die sind natürlich... Guck mal, die sind ja mit 11 Mann hinten. Das ist ja eine Verteidigungsorgie. Schämt euch. Oh, was war das für ein Käsepass? Was meine ich jetzt? Wir laufen ein paar Meter. Okay, du läufst da runter. Du läufst hier hin. Ja, der ist wahrscheinlich bald im Abseits. Vor allem, ich komme da gar nicht hin. Oh, schon wieder so ein schwieriger Ball. So ein gefährlicher. Ja, jetzt kann ich den wieder nicht spielen. Jetzt geht's. Okay, jetzt sind wir mal wieder auf dem Flügel. Das hat jetzt tatsächlich ein Momentchen gedauert, gebe ich zu. So. Flach. Und dann wird man umgelegt. Das ist genau der Grund, warum ich in der Regel eine Flanke mache. Weil man halt tatsächlich meistens da abgegrätscht wird. Also machen wir halt wieder eine Flanke. Versuchen es nochmal. Ja, endlich. Okay, das müsste eigentlich theoretisch einschlagen. Und das tut es auch. Sauber. Wenn wir jetzt natürlich gewinnen, dann ist das Ganze gegessen. Die Gruppenphase der Champions League haben wir dann definitiv im Sack. Das wäre natürlich schon relativ... Was war das denn? Wäre natürlich schon relativ schön. Hier lang. Du läufst ein bisschen quer. Da passiert aber nicht viel. Ja, nee, das ist irgendwie nicht ideal. Nochmal ein bisschen zurück. Einmal raus. Oh, ich bleib mal stehen. Beziehungsweise... Das war doch ein Foul. Warum wird das nicht gepfiffen? Was ist das denn doofes? Und das ist Einwurf und den haben wir auch nicht. Das ärgert mich jedes Mal wieder. Pause. Ja, ganz klar. Wir werden die hier nochmal verbraten. Mal gucken, ob es besser läuft. Feld ab, mehr ran. Feld ab, mehr ran. Feld ab, mehr ran. Feld ab, mehr. Okay, puh, das war knapp. Die haben wir. Energiesteigerung plus 12. Das müsste man doch sehen. Die sind alle noch ein bisschen im Eimer. Ach, da haben wir noch ein Vereinsziel geschafft. Gut.
Ja, das lassen wir so, wie wir es haben. So spielen wir weiter. In der Hoffnung, dass hier nicht mehr viel anbrennt. Vielleicht noch ein Tor schießen. Oh, Fresinus. Haben wir links noch jemanden? Mittelfeld links. Efforts könnte rüber und dann könnte er rein. Das würde ich mal machen. So, gut, dann schonen wir den noch ein bisschen. Wir setzen fort. Und dann hätte ich gerne noch eine Chance, wenn das irgendwie möglich wäre. Denkst du? Ja, ich gehe hier nicht runter. Ja, jetzt gehe ich runter. Jetzt ist fast fertig. Oh, wir haben nochmal den Ball. Eigentlich in der, ja, im eigenen Strafraum drin fast schon. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Lauf du mal nach da. Du läufst nach da. Ja, und jetzt kann ich ihm natürlich hier in den Lauf reinspielen. Gleich zwei Leute sind bei uns. Und warum rennst du jetzt auch zum Ball hin? Sind wir bei den Junioren? Jeder will den Ball haben. Du musst Stellungsspiel betreiben. Du musst dahin, wo ein Loch ist, wo du Platz hast. Oder dort stehen bleiben, das kannst du auch. Klar. Ja, das wird nicht klappen. Aber wenn ich hier rausgehe und jetzt zu ihm... Ja, aber jetzt ist eigentlich die Chance schon wieder weg auf den Schuss. Ja, wobei... Ah, da wird man wieder gegrätscht. Ja, zu schwach. Oh, aber fast wären wir nochmal rangekommen. Den hast du noch. Sauber. Ah. Und schon haben wir ihn wieder. Irgendwie zuckelt es mal wieder. Keine Ahnung warum. Manchmal zuckelt das Spiel. Einfach so. Zack. Ein Klingeling. Ja, das könnte sogar Klingeling sein. Jawohl, schöner Kopfball. 0 zu 2. Okay, ich denke, die Champions League, die Gruppenphase, die ist tatsächlich durch. Das haben wir geschafft. Sauber. Wir fahren fort. Mittelfeld niedergekämpft. Okay, alles bestens. Fortfahren. Und dann gucken wir hier mal. 4 Spiele, 12 Punkte. Das ist definitiv gegessen. Porto mit 2 Punkten. Sehr gut. Dann haben wir das. Jetzt sind wir wieder auf 100%. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Und dann haben wir hier, ja, ich denke mal, nee, jetzt würde ich aber tatsächlich gerne mal wieder irgendwie sowas haben, dass wir mal wieder einen Spieler skillen können. Okay, Happes, der Fertigkeitstrainer. Bewertung 64. 10 Wochen. Was kostet der? 110.000. Ja, ich würde den tatsächlich, den Vertrag erneuern, dem guten Manne. Das ist aber Käse hier. Ja, okay. Ne, brechen wir ab, dann ist er zwar säuerlich, aber das war mir zu teuer. Gehen wir schnell gucken. Fertigkeitstrainer. Wenn wir mal stöbern. Fertigkeit haben wir hier. 65, 64, 62. Und was hat er? 64. Ja gut, den müsste man eigentlich schon behalten. Aber da kriegen wir eh nochmal die Meldung. Oh, ein Interview. Vielleicht kann ich jetzt mal zeigen, dass ich einen Zettel gemacht habe. Nämlich mit allen Namen. Auf welchem Level? Das weiß ich doch nicht. Das habe ich doch nicht aufgeschrieben. tatsächlich auf 5, okay. Blöd, aber so ist es halt. Brechen wir ab. Dann kommt schon wieder ein Spiel. Ist das schon wieder, Dingens? Echt jetzt? Die sind auf Platz 4. Oh Gott. Ja, mit all diesen Leuten, die im Eimer sind. Okay, das sieht schon wieder besser aus. Ist dann aber natürlich nicht unbedingt perfekt. Haben wir hier links keinen? Verteidigung rechts zentral? Doch, ihn hier natürlich. So, die können immer schön tauschen. Das ist gar nicht so schlecht, was wir hier an Mannschaft haben. Haben wir hier irgendwelche Leute, die wir dringend brauchen würden? Amorim natürlich. Aber, nee, das lassen wir mit den Karten. Wir lassen ihn mal atmen. Sozusagen... Zeckbach, Elsner müssten wir mitnehmen. Also nehmen wir ja auch. Den würde ich glatt für Winter eigentlich reinbringen. Weil es sind dann eben doch die Bayern. Ich möchte ja nicht irgendwie das gleiche erleben wie gestern Dortmund. Falls ihr das Video aktuell schaut, wisst ihr, was ich meine. 5-0 gegen die Bayern. Ullalalala. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir verhindern. So, ich gucke gerade auf die Uhr. Die Folge ist schon relativ lang. Ist das schon das dritte Spiel? Muss gerade überlegen. Ja, wenn es das dritte ist, ist es das dritte. Das Spiel machen wir jetzt noch. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob es das dritte ist oder das zweite. Normalerweise machen wir zwei Spiele.
Aber dann machen wir jetzt halt zur Not 3, wenn es denn wirklich 3 gewesen sind. So, da haben wir gerade noch mal kurz das Stadion gesehen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Oh, da kommen die Bayern. Oh Gott. Schirmer hat gepatzt. Der Schirmer ist sowieso immer... Ach, jetzt weiß ich, da stand doch mal noch, dass Schirmer ein katastrophales Spiel und so weiter abgeliefert hat. Wir müssen Schirmer noch ein bisschen im Auge behalten. Nein, abbrechen. Geh mal hier raus. Strömender Regen. Ich weiß nicht, kommt uns das entgegen? Mögen wir den Regen? Das habe ich so noch nie genau beobachtet eigentlich. Ja, aber da müsste doch der Ausgleich, zack, auch schon wieder da sein. Ja, denkste, da ist wieder noch eine Hand dazwischen. Hol ihn dir. Dankeschön. So, so und so. Und selber ein bisschen laufen. Ja, ich wusste es. Dann wird man wieder hier fast schon umgebracht. Ist der im Abseits? Der ist definitiv im Abseits. Aber er ist nicht im Abseits. Ja, das war ein bisschen zu weit. Das ist schon, man muss schon sehr, sehr genau im Prinzip zielen, wenn das funktionieren soll. Schade, dass es nicht geklappt hat, wäre ein schönes Tor geworden. Ja, Feindeskopf. Oh, okay. Hm. Ja, da könnte man was machen. Mal volle Pulle. Und wenn wir kein Tor machen, dann töten wir wenigstens den, der da im Weg steht. Oh, fast ein Wembley-Tor. Oh, wie fies, dass das nicht geklappt hat. Oh, das war schon relativ schön, fand ich. Noch schöner wäre es gewesen, wenn er reingegangen wäre. Ah, sah aber cool aus. Der Torwart hat sich noch gestreckt und gereckt. Und ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen, ist er, glaube ich, sogar noch rangekommen. Ah, jetzt aber tatsächlich mal wieder am Kopf. Ja, jetzt hängt er, okay. Immerhin 1-1. Aber wir müssen das Spiel gewinnen. Wir wollen ja wirklich nicht hier in der Tabelle abrutschen. Aber mit all diesen Leuten, die nicht wirklich fit sind. Oh, Effort ist schrecklich müde. Ja, der arme Effort hat doch zu wenig geschlafen. Mittelfeld links haben wir keinen. Da müssten wir. Da können wir wieder mal gar nichts machen. Nee, der muss auf die Zähne beißen. Der kriegt in der Halbzeit, je nachdem, ein Döschen. Und dann ist er auch da besser. So, wir haben aber nochmal eine Torschance. Lauf doch glatt mal. Das ist schön, so von hinten herkommend das Spiel auslösen. Das hat schon Qualität, wenn man das kann. So wie früher ein Beckenbauer zum Beispiel. So, kennt ihn überhaupt noch jemand? Doch, müsste man schon noch kennen. Und wenn man ihn nicht als Fußballer kennt, dann zumindest als, ja, Weltmeistertrainer natürlich von Deutschland 1990 oder als FC Bayern Mitarbeiter. So, jetzt machen wir mal die Flanke von hier außen. Und zwar eine scharfe. Ja, und dann wird man halt wieder gelegt. Unglaublich sowas. Den holst du dir. Come on. Jawohl, sauber gemacht. Lauf du mal nach da. Du musst nicht mir entgegenkommen. Im Moment. Sonst generell ist das natürlich nicht falsch. Da habt ihr recht. Oh, was für ein Roller und dann noch daneben. Es ist ja ein Elend. Nochmal. Nochmal von hinten kommend. Nein. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist das dritte Spiel. So, vor lauter Champions League habe ich da, glaube ich, ein Durcheinander bekommen. Aber wie gesagt, ist ja auch egal. Dann gibt es halt mal eine längere Folge. Gab noch einen schönen Kommentar zu einer anderen Newstar-Manager-Folge, wo ich gesagt habe, oh, jetzt sind wir schon mal 30 Minuten. Das dauert zu lange. Da hat jemand geschrieben, ach, du kannst, also so ungefähr geschrieben, du kannst auch den ganzen Tag spielen. Da gucke ich trotzdem zu. Das freut einen natürlich. Danke für diesen Kommentar. Zack. Ah, eine Brust im Weg. Ich würde schon ganz gerne mal nochmal so ein Tor machen. Ah, das war knapp. Da hat man sogar ein bisschen Effet drauf. So, und das ist eine Never-Ending-Situation. Wie lange sind wir jetzt schon dran hier? 10 Minuten? Gibt es ja gar nicht, aber gibt halt kein Tor. Nee, ist da hinten noch einer? Ah. Oh. Lauf du mal da rein. Da liegt er schon wieder. Ich habe nicht mal gesehen, wie er umgestoßen wurde. Der liegt einfach, wenn er dort den Ball bekommen sollte. So, nochmal raus.
Oh, da hat man richtig schön das Buffet gesehen. Also das funktioniert eben schon. Hol ihn dir noch. Come on. Dankeschön. Das ist wahrscheinlich die längste Szene, die wir je hatten. Kann das sein? Fühlt sich zumindest so an. Ja, genau auf den Torwart. Schade. Naja, gut. 1-1. Wenn wir jetzt Pause haben. Jawohl, dann können wir hier dem Kollegen Efforts eben ein bisschen helfen. Karten. So, wir sind ein bisschen Reimold ist auch immer, aber ich möchte nicht die letzte Karte hier verbraten. Da würde ich hier mal gucken. Verteidigung links. Haben wir natürlich nicht. Oder war das die Verteidigung, wo sie gemotzt hat, von wegen, er kann nicht mehr? Also er ist ja hier auch ziemlich im Eimer gewesen. Links zentral. Ich kann tatsächlich wieder nicht wechseln. Geht nicht. Rechts, rechts, rechts. Bringt nichts. Der könnte zwar hier rüber. Moment, dann haben wir doch, dann geht's eben doch. Dann kann hier tatsächlich Löw noch rein. Okay, und Hulbert müsste noch raus. Können aber auch nichts machen. Ja gut, wir spielen mal so weiter. Und hoffen, dass wir das Ding noch nach Hause bringen. Ist 1-1. Oh, jetzt kommen die Bayern. Ach, come on. Oh, oh. Schirmer geht raus und patzt daneben. Ja, war klar. Von Schirmer bin ich halt definitiv auch nicht wirklich überzeugt. Ja, 57. Minute. Ne, wir machen mal so weiter. Da haben wir den Ball wieder. Lauf mal. Der kommt schön entgegen. Jetzt hat er das endlich mal gemacht. Der hat auch Platz. Strafraum rein. Schade, ich dachte, halt abbrechen. Ich dachte, dass er vielleicht gelegt wird. Schade. Da versucht man halt dann doch auch mal einen anderen Weg. Weil immer über die Flügel, vor allem wenn es natürlich nicht funktioniert. Naja, hätte ja sein können, dass es klappt. Es wollte aber nicht. Ja, leg ihn nochmal zurück. Und dann versuchen wir das doch glatt so nochmal. Oh, gar nicht schlecht. Ist aber wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg. Da ist ja noch ein Torwart im Weg. Ja, das war kein großes Problem für ihn. Schade eigentlich. Da heißt er. Aha. Machen wir mal Angriff. Ja, das wird in der Niederlage enden. Okay, das war aber absehbar. Ganz einfach. Ja, Schirmer ist sowieso in schlechter Form. Den müssen wir rausnehmen. Ganz einfach, weil wir halt wirklich überall nur müde Jungs hatten. Durch eine professionelle, genau, die Frau wieder. Die Bayern haben gewonnen, das ist klar, das haben wir gesehen. Dortmund hat leider auch gewonnen, sind wir eins zurückgefallen. Wir sind aber immer noch auf Rang 2. Ja, wir müssen ein breiteres Kader haben. Ich muss mal gucken, wenn diese, nicht die Saison, sondern wenn die Transferliste wieder aufgeht, ob wir da nicht noch was machen können. Neue Spieler. Sturm zentral, Wehinger. Was hat der für ein Potenzial? Das möchte ich natürlich gleich mal gucken. Team. Na, wo ist er? Hier hinten. Ja, geht so. Den würde ich jetzt auch nicht groß. Also der hat nicht mal Goldpotenzial, oder dass er in die Nähe kommt. Wenigstens 74 oder sowas. Den würde ich wahrscheinlich dann eher wieder verkaufen. So, wir haben noch Dilemma. Wir haben hier oben noch was. Aber die Folge ist jetzt schon dermaßen lang, weil ich wahrscheinlich tatsächlich 3 Spiele in Folge gespielt habe. Dass wir jetzt hier Schluss machen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe natürlich, die Folge hat euch auch ein bisschen gefallen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.